Über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll. Hier hast du Kirschen. Boah, Wahnsinn. Ich würde die jetzt mal so mitnehmen, zu Hause aussortieren, gut waschen. Müllcontainer von Supermärkten sind wahre Fundgruben. Und in den Innenstädten durchwühlen immer mehr Flaschensammler die Mülleimer für ein paar Cent Pfand. Wie viel machen Sie in die Stunde? 1,50. Manchmal auch 2, wenn es gut läuft. Und jedes Jahr sortieren wir über 750.000 Tonnen Kleidung aus. Doch muss unser Wohlstandsmüll immer auf dem Abfall landen? Vielen von uns Deutschen geht es so gut, dass wir Dinge wegschmeißen, die man eigentlich noch super nutzen kann, so wie Möbel zum Beispiel. Und die landen dann teilweise hier, in der Diakonie. Ich möchte in den kommenden 2 Tagen herausfinden, was sind das für Möbel und wer kauft diese Möbel? Sat.1-Reporterin Laura Rohrbeck ist in einem von 8 Sozialkaufhäusern in Düsseldorf. Die Möbel stammen fast ausnahmslos aus Spenden. Hierher kommen vor allem Menschen, die nur wenig Geld haben und sich keine neuen Möbel leisten können. Ich bin wirklich überrascht. Das wirkt hier echt wie so ein ganz normales Möbelhaus und gar nicht unbedingt wie ein Haus, wo viele Sachen verkauft werden, die aus zweiter Hand sind. Das Einzige, was auf jeden Fall neu ist, das sind die Matratzen. Die werden aus hygienischen Gründen nicht gebraucht verkauft. Und ich finde, bei vielen Sachen muss man wirklich zweimal hinschauen, weil man denkt, ist das jetzt wirklich schon gebraucht? Unter den Besuchern sind heute auch Christa und Jürgen Kleine. Das Ehepaar kommt seit Jahren in das sogenannte Fairhaus. Für den Maler in Frührente und die Wäschereifachkraft die einzige Möglichkeit, sich auch mal ein neues Möbelstück leisten zu können. Ja, ist schon mal. Entschuldigung, darf ich Sie mal ansprechen? Ja, natürlich. Was suchen Sie denn hier im Möbelhaus? Ich suche einen Fernsehsessel für meinen Rücken. Jetzt haben wir natürlich Glück, dass hier einer steht. Und warum sind Sie hier hingekommen? Gute Sachen, gute Ware und vor allem auch preiswert. Was auch für den kleinen Mann ist. Ne? Ja. Doch nicht mal da, was er erlauben kann, was andere. Ja. Ne, es ist zwar gebraucht, aber sehr gut. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, fangen wir mal gucken. Und was steht da? Eine Fernsehsessel. Ja, probieren Sie mal. Ja, selbstverständlich. Ja. Ist der drin? Da. So. Ah. Vorsicht. Ach, wunderbar. Sie haben gerade gesagt, es ist wichtig, dass es ja, was für den kleinen Mann ist, dass es preiswert ist. Warum ist Ihnen das wichtig? Ja. So eine Sessel, der kostet normalerweise, weiß ich nicht, 500, 600 Euro. Die haben wir nicht. Ne? Ist doch wohl ganz klar. Sollen wir den nehmen? Bequem. Ja? Der ist gut, ja. Was kostet der denn jetzt? 56 Euro. Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ne? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das Ganze reicht schon, so ein Ding, ja. Und die nehmen wir auch direkt mit. Nicht direkt mit, aber den lassen wir uns bringen. Nee, der ist gut. Schön. Prima. Wo soll man da rein? Nee. Darf auch mal rein, ruhig. Ja, weiß ich. Ja. Auf geht's zur Kasse. Was haben Sie denn jetzt da für eine Karte abgegeben? Das ist die Fairkarte mit den 30%. Darf man 1% wegnehmen, ne? Natürlich. Sehen Sie, steht 30% drauf. Ich gehe jetzt nochmal 30% ab. Ja, nee, auf die 80 Euro. Die auf die 80 jetzt natürlich. Wir sind ja bei den 56. Okay. Ich verstehe. Jetzt rechnen Sie mal aus. Noch mal billiger. Mhm. Wer über ein sehr niedriges Einkommen verfügt, hat Anspruch auf eine Rabattkarte. Die bringt noch einmal 30%. Im reichen Düsseldorf haben etwa 19.000 Menschen diese Karte. Tschüss. Wir sehen uns morgen dann mit dem Sessel. Ja, genau. Den bringen wir mit. Bis morgen. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Doch wo kommen die Möbel eigentlich her? Laura fährt mit Frank Hinz und Johann Stasch auf eine der täglichen Abholtouren bei privaten Spendern. Ein ganzes Schlafzimmer sollen sie heute abholen. Machen Sie sich auch Gedanken darüber, wer den wohl bekommen wird? Sicherlich freut es mich, weil ich weiß, es geht überwiegend an sozial schwächere Leute. Das ist schon eine Freude für mich. Aber da ich mir da letztendlich da so Gedanken drum mache, ist es jetzt eine Familie oder ist es nur eine Einzelperson? Da war eine Sache, die hat mich früher mal ganz am Anfang sehr stark interessiert. Nur mittlerweile macht man sich darüber so großartig gar keine Gedanken mehr. Ne? Ankunft am Stadtrand von Düsseldorf. Standard wie immer, Werkzeug nochmal eben rausnehmen. Okay. Schönen guten Morgen, hallo. Vorweg. Oh, der Herr im Hause sieht Reinhold, heute nicht hallo. So gut aus. Hallo, guten Morgen. Ein wenig angespannt. Das Rentner-Ehepaar Ursula und so. Hans Freimuth zieht um und nutzt die Gelegenheit, alte Sachen loszuwerden.
Hier sind wir jetzt in den Räumlichkeiten. Genau. So, das ist das Schlafzimmer hier. Ganz schön großer Kleiderschrank. Das sieht nach viel Arbeit aus. Und mal schauen, wie ich jetzt dabei helfen kann. Sie sagen mir einfach, was ich machen kann, ne? Also, ob ich überhaupt was machen kann. Ja, im Moment erstmal gar nichts. Die beiden Mitarbeiter vom Sozialkaufhaus gehen routiniert an die Arbeit. Schon nach wenigen Minuten ist das Bett abgeschlagen. Wie lange haben Sie den denn jetzt gehabt, den Schrank? Oh, das kann ich nicht sagen, aber 20 Jahre bestimmt. Und passt der nicht in die neue Wohnung oder wollten Sie was Neues haben? Man hätte es vielleicht reingekriegt, ich weiß es nicht so genau, aber meine Kinder haben gesagt, kauft euch mal was Neues, gönnt euch mal was. Neue Wohnung, neues Schlafzimmer, genau. Neues Glück, ne? Ja. Für die Freimuths ist die Diakonie auch eine bequeme Art, das Schlafzimmer nicht selbst entsorgen zu müssen. Außerdem? Zu schade, einfach auf den Sperrmüll zu gehen. Ne? Ich habe gedacht, das ist doch eigentlich noch gut. Ne? Was wünschen Sie sich denn, wo der Schrank mal landet? Ja, dass er gut behandelt wird, sag ich mal. Wir haben ihn gut behandelt, dann soll er auch weiterhin gut behandelt werden. Nach fast 40 Jahren in dieser Wohnung will Ehepaar Freimuth mit dem Umzug einen Neustart wagen. In den wohlverdienten Lebensabend. Das Schlafzimmer spenden sie gerne, die Küche hingegen haben sie verkauft. Zumindest teilweise, online, mit Hilfe der Enkel. Sie stand einmal hier. Warum haben Sie die Küche jetzt nicht gespendet? Ja, wir haben versucht, sie zu verkaufen. Die ist erst 10 Jahre alt. Und da haben wir gedacht, nee, wenn es geht, dann verkaufen wir sie. Und wenn es nicht ist, dann hätten wir sie abgegeben. Das wäre dann kein Problem gewesen. Aber definitiv nicht weggeschmissen? Nein, um Gottes Willen. Beim Einladen will auch Laura mit anpacken. Der Schlafzimmerschrank und das Bett wandern in den Transporter des Sozialkaufhauses. So, das war's. Das ist der Rest. Anderthalb Stunden ungefähr hat das jetzt gedauert. Und jetzt schnell ins Auto. Ich bin total gespannt, was das Schlafzimmer nachher kostet. Es geht wieder zurück ins Fairhaus. Schlafzimmerschrank und Bett sollen heute noch ausgestellt werden. So, ich bin gespannt, ob wir den Schrank gleich auch wieder so aufgebaut bekommen, wie er vorhin bei den Freimann zu Hause im Schlafzimmer stand. Das Fairhaus der Diakonie ist ein integrativer Betrieb. Das heißt, die Hälfte der rund 120 Mitarbeiter hat eine Behinderung oder ist in einer öffentlich geförderten Jobmaßnahme. Nachdem Schrank und Bett für den Verkauf aufgebaut sind, rücken Marcel Böhm und Kollege an. Die beiden begutachten die Möbel und legen die Preise fest. Der war 75 Euro. Ja. Genau. Das ist dann so Standardpreis bei Betten, wo wir halt immer so in dem Rahmen bewegen wir uns halt immer. Mhm. Doppelbett so im Rahmen von 75 Euro, kann schon mal 70 sein, kann auch 80 sein. Nach gründlicher Inspektion wird der Schrank mit 260 Euro ausgepreist. Und während Marcel Böhm noch das Preisschild anbringt, gibt es für das Bett der Freimuths schon den ersten Interessenten. So, komm. Ja, dieser Bett. Ja, okay, kann ich haben. Das gefällt mir alles richtig gut. Okay. Sie wollen das Bett mitnehmen? Wir nehmen mit. Ja. Wird geliefert. Ja. Mhm. Muss das liefern, ne? So. Ich wollte mir das liefern, von meiner Onkel. Und der Kleiderschrank? Ach, für den Onkel. Ja. Okay. Und mit dieser Kleiderschrank. Kleiderschrank auch. Ja. Mhm. Der Kleiderschrank ist ein anderer als der von Ehepaar Freimuth, passt aber auch gut zum Bett. Hast du geguckt? Ja, ja. Ist okay? Von mir ist es wunderbar. Ja. Wann einmal gefällt die Dame, von uns ist wunderbar. Dankeschön. Ja. Tschüss. Danke. Das ist ja toll, ne? Das Bett, das stand jetzt gerade mal vielleicht 10 Minuten da. Da ist jetzt diese Familie gekommen und nimmt es jetzt direkt mit. Und dann steht es bald bei denen im Schlafzimmer. Der nächste Morgen. Laura erscheint zur Auslieferung des Fernsehsessels. Guten Morgen. 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 Jetzt kann ich Ihnen gar nicht mehr helfen. Nee, wir sind schon so weit. Es ist ja nur noch der eine Sessel jetzt heute, ne? Die 4 Transporter der Diakonie sind täglich unterwegs, um Möbel abzuholen oder auszuliefern. 30 Euro kostet beispielsweise die Anlieferung des Sessels.
Wie hat sich das mit der Spendenbereitschaft in den letzten Jahren entwickelt? Ist das mehr oder weniger geworden? Also wir haben jetzt so das Gefühl bekommen, so die letzten anderthalb Jahre, dass es da rückläufig geworden ist. Und wie ist die Nachfrage? Die Nachfrage für unsere Kundschaft ist also sehr hoch. Die Fahrt geht nach Düsseldorf-Gerresheim. Hier leben Christa und Jürgen Kleine. In diesem Teil der Stadt liegt die Arbeitslosenquote bei 15%. Eine typische Wohngegend der Fährhauskundschaft. Ich bin sehr gespannt, wie es da oben gleich aussieht. Ach, und da kommt er schon, der Herr Kleine. Gut. Morgen, Herr Kleine, Sie können es ja gar nicht erwarten, oder ich was? Ich bin aufgeregt. Hallo. Ja, kommen wir heute zusammen. Moin. Ja, moin. Ein gutes Stück für Sie, ne? Moin. Jürgen Kleine ist 59 Jahre alt und genauso lange wohnt er in seiner jetzigen Wohnung. Geboren wurde er im Nachbarhaus. Nach der Heirat 1975 zog seine Frau Christa bei ihm ein. Alles super. Wo soll er hin? Dahin oder hier? Machen Sie hier. Nach einem Schlaganfall und diversen, teils schweren Operationen ist der ehemalige Maler Frührentner. Das Haushaltsbudget entsprechend schmal. Ein elektrischer Fernsehsessel ist für ihn ein großer Luxus, wenn er denn den Transport heil überstanden hat. Ja, prima. Alles funktional. Meine Herren, wunderbar. Wie gesehen, so erhalten. Dann kann ich nur sagen, viel Spaß damit. Ich bedanke mich, ja. Bis dahin, schönen Tag noch. Ist jetzt alles so gelaufen, wie es laufen soll? Wichtig ist, der Kunde ist glücklich, er lächelt. Ja, ja, klar. Das und das ist das, was man dann eben halt nachher auch sehen möchte dann, ne? Alles klar, bis dahin. Jo, tschüss. Während sich die Fairhouse-Mitarbeiter auf den Weg machen, bleibt Laura bei Jürgen Kleine, um mehr darüber zu erfahren, wie es sich anfühlt, das Leben aus zweiter Hand. Kommen Sie mal bitte mit. Ja. So. Den erschränkt sind jetzt auch vom Fairhouse. Mhm. Kann man da ja aufklappen, wenn man die jetzt vorzieht, kann man die Flügel aufmachen. Ja. Dann hat man eine schöne breite Fläche. Mhm. Ne? So, das ist mal eins. Das hier zum Beispiel auch. Stauraum für meine wegen Dosen jetzt und Tüten und was weiß ich alles. Ne? Mhm. Die Tassen sind auch von da. Mhm. Wollen Sie desinfizieren? Ja, gerne. Ja? Die Sozialkaufhäuser der Diakonie wurden 1986 ins Leben gerufen. Jürgen Kleine ist Kunde der ersten Stunde, nicht erst seit seinem krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem Berufsleben. Doch das abrupte Ende seiner Berufstätigkeit hat ihn finanziell weit zurückgeworfen. Hätten Sie sich lieber einen neuen gekauft, wenn Sie jetzt das Geld... Wenn ich jetzt genug Geld hätte, dann natürlich ja. Da guckt man ja nicht drauf, ne? Aber leider haben wir nicht mehr so. Also guckt man, dass man gute, gebrauchte Sachen bekommt. Sind Sie denn froh, dass es Menschen gibt, die solche Möbel spenden? Dass es sowas gibt wie das Fairhaus? Ja, sagen wir mal, Gott sei Dank, dass es sowas gibt, ne? Da gibt, ist ja für die noch ärmeren Leute, sage ich einfach mal, wie wir jetzt. Die sind auch bestimmt froh, wenn sie billige Sachen bekommen. Man sagt ja heute Wegwerfgesellschaft. Eine Waschmaschine zum Beispiel mal. Die darf heute nur noch 2 Jahre halten, wenn höchstens 3. Kaputt, reparieren, lohnt sich nicht mehr. Kriegt man eine neue für. Also Wegwerfgesellschaft. Jetzt von den Leuten, die ins Fairhaus gehen, ja. Haben Sie das Gefühl, da ist bei, ich weiß ja nicht, bei Ihnen, hat man da so eine Scham, nee, dahin zu gehen? Nee. Man kennt die Leute auch alle. Ich kenne die alle fast. Oder auch hier waren das auch. Ich kenne sie alle, die kennen mich auch. Die wissen auch immer, was ich suche. Wenn ich was suche, ne? Oder sage ich ihnen schon Bescheid, wenn er das kriegt, wegtun. Oder auch nicht. Ne? Deutschland produziert so viel Wohlstandsmüll, dass Menschen wie Jürgen Kleine davon in Würde und sogar ein wenig Luxus leben können. Laura verlässt die Welt aus zweiter Hand. So, jetzt war ich 2 Tage als Möbelpacker unterwegs und ich hätte nicht gedacht, dass die Möbel in dem Sozialkaufhaus in so einem guten Zustand sind. Ich hätte allerdings auch nicht gedacht, dass so viele Menschen dort einkaufen und dass es so viele gibt, die auch wiederum noch eine Rabattkarte haben, weil ihr Einkommen so gering ist. Ein zu geringes Einkommen, Geld, das nicht bis zum Monatsende reicht. Ist das der Grund, warum Menschen in Mülleimern wühlen auf der Suche nach Pfandflaschen? Genau das will Sat1-Reporter Bane Kartic herausfinden. Und zwar von den Menschen, die tagtäglich durch die Innenstädte streifen und Flaschen sammeln.
Die meisten von ihnen sind älter als 55, normale bürgerliche Menschen, bei denen im Leben irgendwann etwas schiefgelaufen ist. Sind Sie Flaschensammler? Darf ich Sie begleiten? Ja. So. Mal ein Stück runter. Ja, genau. Dreh mal eine Runde. Helmut heißt er. Seinen vollständigen Namen möchte er nicht nennen. Er ist Frührentner. Die Fußgängerzone geht er mehrmals am Tag auf und ab. Viele Touristen sind hier, die die Flaschen achtlos wegwerfen. Was verdient er an so einem Tag? Ja, wenn man Glück hat, 10, 15 Euro. 10, 15 Euro? Mehr geht nicht. Früher war es mehr. Ja? Ja, ja. Aber jetzt ist die Konkurrenz zu groß. Und wie viele Stunden ist man dann unterwegs? Oh. Von der Früh um 7 bis abends um 10. Wie lange machen Sie das schon? 10, 15 Jahre. 10, 15 Jahre? Helmut hat nie geheiratet. Und auch sonst keinen Kontakt zu seiner Familie. Er zieht seine Runden allein. Ja. Aber warum macht er das? Täglich 15 Stunden laufen und sammeln für einen Stundenlohn von etwas über 1 Euro? Das ist keine gute Stunde, nicht. Aber man hat was dazu. Kann man Vespa kaufen oder sonst was. Für den ehemaligen Küchenhelfer Helmut ist der Flaschenjob ein Zubrot zu seiner Frührente. Dabei ist die Fußgängerzone ein umkämpftes Gebiet. Neben Einheimischen werden mittlerweile organisierte Gruppen aus Osteuropa gezielt in deutsche Innenstädte auf Flaschenjagd geschickt. Das Klima unter den Sammlern ist rauer geworden. Wie viele Leute oder wie viele Konkurrenten haben Sie denn so in der ganzen Stadt? Ja, ich habe ja gesagt, zwischen 1000 und 2000 Stammsammler. Zwischen 1000 und 2000 ja. Menschen, die das Gleiche tun wie Sie? Ja, jetzt haben Sie ja gesehen, in der kurzen Zeit sind mindestens 20 auf und ab. Ja. Und wenn man da die Stunde rechnet, 10, 12 Stunden, dann kommen gleich ein paar hundert zusammen. Ja. Und dann die anderen in der Stadt verteilt, wo nicht hier laufen, die sind ja auch noch da. Immer wieder ziehen Flaschensammler Blicke auf sich. Gucken manche Leute auch so ein bisschen abwertend? Ja, mit dem muss man rechnen. Ja? Aber das macht nichts. Entweder man zieht es durch oder bleibt daheim. Ja, danke. Wird schön. Dankeschön. Danke. Passiert das häufig, dass Ihnen Menschen einfach so eine Flasche schenken? Ja, die letzte Zeit schon. Ja, ne? Darum laufe ich auch öfters. Das ist ja sehr gut. Viele Menschen sind auf den kleinen Zusatzverdienst angewiesen. Das Geld liegt hier buchstäblich auf der Straße. Um es zu bekommen, muss man aber bereit sein, sich zu bücken. Wir haben jetzt in diesen 2, 3 Stunden 3, 4 Flaschen nur gefunden. Was ist sonst der Tagessatz? Wie viel machen Sie in die Stunde? 1,50, manchmal auch 2, wenn es gut läuft. Aber man findet Zuspruch. Ja, ja, darum geht man auch raus und geht ran, wenn es einmal dann nicht viel ist. Aber das ist doch eine Aufmunterung, dass es weitergeht im Leben. Ich gebe Ihnen meine auch noch. Ja, danke. Vielen Dank, dass ich Sie begleiten durfte. Ja. Und noch alles Gute. Okay. Dankeschön. Mülheim an der Ruhr. Ein ganz normales Wohngebiet. In einigen der Wohnungen sind Flüchtlinge untergebracht. Sat.1-Reporterin Laura Rohrbeck trifft gleich eine junge Familie aus Syrien. Anders als in anderen Städten gibt es in Mülheim keine Sammelunterkünfte. Die Asylsuchenden leben dezentral in rund 160 Wohnungen. Wer seinen Kleiderschrank ausmistet und seine Klamotten spendet, der weiß ja oft gar nicht, wo landen die eigentlich. Ich treffe jetzt eine Familie, die ist erst seit ein paar Wochen in Deutschland, eine Flüchtlingsfamilie, und die ist ganz dringend auf genau unsere Altkleider angewiesen. Für viele Flüchtlinge sind Spendenvereine und Initiativen lebenswichtig, um sich mit dem Notwendigsten zu versorgen. Wie die Familie aus Syrien, die Laura jetzt besucht. Ich bin gespannt, was die Familie alles braucht. Wenn sie mich reinlässt. Aha. Hallo. Hi, I'm Hi. Laura. Hallo. Hi, Peshwar. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Sie heißt Lonara. Hallo. Hallo, ich bin Laura. Sitzen bitte. Ja, thank you. Der Syrer Peshwar und seine weißrussische Frau Vasilina konnten nur unter größten Gefahren nach Deutschland fliehen. Wir sind in einem Lastwagen gekommen.
sind dort mitgefahren, in einem großen Wagen. Mitfahren? Wir waren 4 Tage in dem Auto. Das war sehr gefährlich. Es war sehr schwierig. Wir hatten nichts zu essen, nur ein paar Äpfel, ein bisschen Wasser für unsere Tochter. Es gab auch keine Toilette. Sie haben nichts gegessen? Nein. Wie viele Tage? 4 Tage. Peshwar und Vasilina sind studierte Pharmazeuten und führten ein relativ komfortables Leben in Syrien. Doch dann sympathisierte Peshwar mit der Opposition und kam ins Gefängnis. Ein Onkel kaufte ihn frei, die junge Familie konnte flüchten. Syrien ist unser Land, unsere Heimat. Aber es ist alles sehr angespannt dort. Es gibt Kämpfe. Jeden Tag sterben Menschen. Wir waren nicht sicher dort. Von einem auf den anderen Tag kann man tot sein. Wir wussten nie, ob er wieder nach Hause kommt. Wenn ich rausgegangen bin, wusste ich nicht, ob ich auch wirklich wieder zurückkomme. Das war sehr gefährlich. Menschen sterben, ohne Grund. Keiner weiß warum. Wie fühlen Sie sich jetzt in Deutschland? Wie sind die Menschen hier? Wir fühlen uns sehr gut. Vielen Dank an Deutschland und an die Regierung, dass sie uns aufgenommen haben. Die Menschen hier sind sehr freundlich. Wir haben keine Probleme. Uns wird überall geholfen. Auch unsere Tochter ist sehr glücklich. Sie hat keine Angst mehr und weint nicht mehr. Sie ist happy und spielt mit anderen Kindern. Ich bin sehr glücklich für meine Familie. Dennoch, von ihrem Wohlstand in Syrien konnte das Ehepaar nichts mit nach Deutschland bringen. Zwar sind sie nun in einem sicheren Land, aber praktisch mittellos, abhängig von staatlicher Hilfe und Spenden. Die Wohnungseinrichtung, das Spielzeug der Tochter und ihre Kleidung sind gebraucht. Ein Leben aus zweiter Hand. Als wir in Deutschland ankamen, hatten wir nur etwas Kleidung für unsere Tochter dabei. Meine Frau und ich hatten nichts außer T-Shirt und Jeans. Als wir dann nach Mülheim kamen, sind wir zu einer Organisation gegangen, die WIM heißt. Peshwar und Vasilina bekommen ihre Kleidung also aus der Kleiderkammer. Aber wer spendet diese Kleidung eigentlich? Das will ich mir gleich mal anschauen. Okay, wir sehen uns dann später nochmal. Okay, bye. Laura wird die Familie später in der Kleiderkammer wieder treffen, denn Peshwar und Vasilina benötigen noch weitere Kleidung, auch für die 4-jährige Elonara. Durchschnittlich sortiert jeder von uns 12 Kilo Kleidung pro Jahr aus. Das sind insgesamt 750.000 Tonnen. Mit den Altkleidern machen einige Sammelfirmen viel Geld, indem sie die Kleidung weiterverkaufen. Demgegenüber stehen karitative und wohltätige Organisationen, die Altkleider kostenlos an Bedürftige abgeben. Ich treffe jetzt Miriam, eine junge Mutter, die hat einen 3-jährigen Sohn, den Tim. Und da fallen immer wieder Klamotten ab. Und wir schauen heute mal zusammen, was ich mitnehmen kann. Ups. Hier ist die Klingel. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Laura. Hi, Miriam. Hallo. Komm rein. Und du bist der Tim? Ja. Du hast ein paar Sachen übrig, die ich heute mitnehmen darf? Ja. Das ist ja super. So, gehen wir mal in dein Zimmer, oder? Die gelernte Erzieherin Miriam kümmert sich zurzeit hauptsächlich um Sohn Tim. Nebenher arbeitet sie als Lebensmittelberaterin. Guck mal, hier sind ganz viele Sachen, die dir nicht mehr passen, ne? Guck mal, Bodies ziehst du ja gar nicht mehr an. Nee, das ist auch noch zu klein. Das ist alles zu klein, ja, das kannst du mir alles geben. Ich nehme das noch alles mit. Noch eine. Guck mal, und die Hose, die passt ja auch nicht mehr. Und die ist jetzt auch viel zu warm. Viel doch groß. Okay, die nehme ich auch mit. Und die ist nämlich für den Winter, dann passt die dir auch nicht mehr. Guck mal, die ist nämlich ganz dick gefüttert. Dick gefüttert? Genau, die können wir auch abgeben. Dankeschön. Miriam, spendest du regelmäßig Kleidung? Ja. Also bisher habe ich so gemacht, dass ich so 1, 2, 3 Mal im Jahr, je nachdem, unsere Kleiderschränke ausmiste und dann spende ich das meistens der Kirche. Okay, also das war jetzt erstmal das, was wir vom Tim aussortieren können, aber mein Mann und ich, wir haben auf jeden Fall auch noch Sachen. Echt? Ja, ja super. Die wir gerne abgeben würden. Ja, dann ich nehme alles mit. Komm, wir gehen mal ins Schlafzimmer und gucken mal, was da noch in den Schränken ist. So, das ist schon allein meine Ausbeute hier aus dem Kinderzimmer. Ich glaube, das sind bestimmt über 20 Teile. Ich würde sagen, es läuft.
Miriams Mann ist Bauingenieur. Die Familie verfügt über ein gutes Einkommen. Klassische Mittelschicht. Miriam kauft sich regelmäßig neue Kleidung. Mit der alten will sie sich nicht lange aufhalten. Guck mal, hier ist eine Bluse, die hat die Mama schon ewig nicht mehr angehabt. Die können wir abgeben. Sehr schön. Schöne Sommerbluse. Da freut sich bestimmt jemand drüber. Genau. Dann habe ich hier noch verschiedene T-Shirts. Ich habe einfach mittlerweile so viele, dass ich gerne ein paar davon abgebe. Ja. Machst du dir eigentlich Gedanken darüber, wo die Kleidung hinkommt? Ja, das auf jeden Fall. Also ich, guck mal, ich fall gar nicht runter. Pass mal schön auf. Ich versuche halt schon, die Sachen an Orte abzugeben, wo ich ungefähr weiß, dass sie auch wirklich ankommen und nicht irgendwie verkauft werden. Und die Leute, die sie bekommen, dann auch noch Geld damit verdienen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, also ich habe letztes Jahr einfach mir Hosen gekauft. Die sind mir jetzt einfach viel zu groß. Und ich finde es einfach blöd, die jetzt im Schrank hängen zu lassen. Und finde es einfach schöner, wenn jemand anders die tragen kann. Das wäre bei dieser Auswahl auch wirklich zu schade, denn es ist hier eine super Qualität von den Klamotten vom Tim. Die sind wahrscheinlich alle nur ein, zwei Mal getragen, weil der so schnell wächst. Und auch die Hosen hier von Miriam sind so Sommerhosen, total schön modisch. Also eigentlich könnte man das theoretisch sogar auch verkaufen. Deswegen ist es total toll, dass sie das alles spenden. So, ich habe alles. Dann sind wir eigentlich startklar. Gut, dann lass uns losfahren. Ja. Gemeinsam wollen sie zur Kleiderkammer fahren. Sat.1-Reporterin Laura Rohrbeck möchte wissen, was passiert mit der aussortierten Kleidung und bei wem kommt sie schließlich an? Es geht an den Rand von Mülheim an der Ruhr. Ihr Ziel ist die Initiative Willkommen in Mülheim, kurz WIM. So, da sind wir endlich. Bin gespannt, wie es da drin aussieht. WIM ist ein rein privates Projekt und hat sich zum Ziel gesetzt, Flüchtlinge mit allem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen, nicht nur Kleidung. Laura hat sich telefonisch bei Chef Reinhard Jeles angemeldet. Hallo, Herr Jeles. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Prima. Reinhard Jeles ist nicht nur der Mann hinter dem Tresen, sondern auch der Kopf der Initiative. Gegründet wurde sie ursprünglich, um einer einzigen Flüchtlingsfamilie zu helfen. Die Resonanz auf das damalige Online-Hilfsgesuch war so groß, dass eine richtige Organisation daraus geworden ist. Der Beginn liegt gerade mal ein Jahr zurück. Inzwischen ist hier ein kleines Kaufhaus entstanden, in dem niemand etwas bezahlen muss. Sind das alles Mitarbeiter, Ehrenamtliche, die hier bei Ihnen arbeiten? Wir haben hier nur ehrenamtliche Mitarbeiter. Es sind viele hier Mülheimer Bürger, wo wir aber ganz besonders stolz drauf sind, dass es selber viele Flüchtlinge sind, die sich hier mit einbringen. Und somit haben wir auch hier zum Beispiel keine sprachlichen Probleme, sondern die können sich schon sehr gut untereinander verständigen. Ja, klasse. Also zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja. Dann macht man hier direkt auch so ein bisschen Integrationsarbeit dann ja auch. Spielt gleichzeitig hier mit rein, ja. Es ist sehr wichtig für uns, dass die Leute sich auch hier ein Stück angenommen fühlen. Das gilt selbstverständlich auch für Peschwa und Vaselina. Wie viele Mülheimer Flüchtlinge kommen sie hierher, wenn sie neue Sachen brauchen? Was normalerweise nicht passiert, dass Spender und Empfänger sich kennenlernen. Die Bluse mit dem Kirschmuster lag vor wenigen Stunden noch in Miriams Schublade. Hallo, schön euch wiederzusehen. Ich möchte euch gerne jemandem vorstellen. Miriam und ihr Sohn Tim. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Peschwa. Das ist meine Frau Vaselina und unsere Tochter Ilonara. Sie hat Kleidung gespendet und möchte nun gern wissen, wer sie bekommt. Ah, vielen Dank für alles hier. Habt ihr schon was Passendes gefunden? Hier die Bluse für meine Frau. Und dies hier für meine Tochter. Jetzt hat deine Bluse direkt schon den wunderbar nächsten Abnehmer gefunden. So soll es sein. Ja. Finde ich gut. Jetzt weißt du auch, wo es gelandet ist, ne? Ja, das ist echt eine tolle Sache. Das war heute eine ganz besondere Erfahrung für mich. Ich habe zwei Leute zusammengebracht, die sich sonst nie so getroffen hätten. Miriam auf der einen Seite und auf der anderen Seite die syrische Familie, die die Klamotten unbedingt braucht. So eine Einrichtung wie hier, die ist halt super, wenn man Kleidung spendet, denn man weiß, die kommt wirklich da an, wo sie gebraucht wird. Ein Hinterhof irgendwo in München.
Sat1-Reporter Barne Kartic durchforstet die Mülltonnen eines Supermarktes. Ja, dass Lebensmittel weggeworfen werden in Deutschland, das war mir klar. Aber dass es gleich so viele sind, das wusste ich nicht. Und warum? Weil vielleicht diese Karotte nicht ganz der Norm entspricht, wie wir uns das vorstellen, oder weil die Tomate nicht das richtige Rot hat, das wir gerne hätten. In Deutschland sind es pro Jahr mehrere Millionen Tonnen, laut meiner Recherche. Ich möchte Menschen treffen, die genau von diesen Lebensmitteln leben, und auch andere, die sich damit beschäftigen, dass nicht so viel von guten Lebensmitteln auf dem Müll landet. Und dazu macht sich Barne auf zu einem Verein, der Foodsharing heißt, zu Deutsch also Lebensmittel teilen, anstatt sie wegzuwerfen. Der Verein hat in verschiedenen Städten kleine Treffpunkte eingerichtet, wie hier in München im Eine-Welt-Haus. Barne trifft dort die Foodsharing-Mitglieder Barbara Mehrhardt und Marius Diab. Das ist ein sogenannter Verteiler, also ein Ort, wo Leute Lebensmittel hinbringen, Lebensmittel abholen dürfen. Es sitzt hier einfach nur ein Regal und ein Kühlschrank. In diesem Eine-Welt-Haus drinnen. Wir dürfen die Ecke hier benutzen, kostenlos. Und jeder, der möchte, kann da Lebensmittel reinlegen. Also wenn du jetzt selber zu Hause was übrig hast, weil du zum Beispiel in Urlaub fährst und dein ganzer Kühlschrank ist noch voll, dann kannst du die Sachen einfach hier reinlegen und andere Leute können sich da kostenlos bedienen. Der Foodsharing-Verein richtet sich im Unterschied zu den Tafeln nicht an bedürftige Menschen. Jeder kann hierher kommen und Essen bringen oder mitnehmen, ganz ohne Geld. Einer der aktiven Essensteiler ist Leo Dünninger. Er ist gerade gekommen, um sich Lebensmittel zu holen. Ein anderer, Markus Guy, bringt gerade Weizen und Schokoküsse, die bei ihm zu Hause schlecht würden. Du nimmst also jetzt Essen mit und du hast gerade was gebracht. Ja, genau. Wieso nimmst du es mit? Weil ich ab und zu hierher komme. Entweder bringe ich was mit oder ich nehme was mit oder beides. Das ist hier bei dem Verteiler so. Geht es da um Geld? Willst du einfach Geld sparen? Oder? Geht auch ums Geld sparen, aber in erster Linie geht es darum, bei Foodsharing und bei dem Verteiler hier, dass die Lebensmittel gegessen werden sollen. Das ist also einfach gegen Lebensmittelverschwendung. Leo Dünninger ist einer von bundesweit über 10.000 Menschen, die die Arbeit des Vereins unterstützen. Also ich bin halt der Ansicht, dass zu viel nicht konsumiert wird, gerade im Lebensmittelbereich, dass einfach die Mengen an Lebensmitteln, die nicht gegessen werden, sondern dann entsorgt werden oder sonst wie vernichtet werden, dass das schon ganz enorme Mengen sind. Herr Dünninger zieht wieder los. Mit einer Packung Spaghetti, Schalotten und Tomaten im Gepäck. Wie kommen die Sachen hierher? Nur über Privatleute? Ja, schon, genau. Die Verteiler, die sind so gedacht, dass von Privat zu Privat geteilt wird. Okay, das heißt, Geschäfte liefern euch gar nichts? Nee, also geliefert kriegen wir sowieso eigentlich nichts. Es gibt aber viele, viele Kooperationsbetriebe von Foodsharing und dort holen die Freiwilligen täglich Lebensmittel ab und retten sie vor der Tonne. Zusammen mit Marius Diab, der Kunststudent ist, und Barbara Mehrhardt von Beruf Rettungssanitäterin, zieht Barne los. Ihr Ziel? Der Viktualienmarkt in München, seit über 200 Jahren eine feste Größe im Stadtleben. Viktualien bedeutet übrigens schlicht Lebensmittel. Und die sind hier fast durchweg teurer als im Supermarkt, dafür aber in Top-Qualität. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Viktualienmarkt und holen uns gleich Lebensmittel ab, die andere nicht mehr verkaufen können. Wo lang geht's? Rechts. Rechts. Auf diese Weise sind jeden Tag zig Lebensmittelretter unterwegs. Hallo. Hallo. Servus. Ja, bitte schön, die Sache von heute. Okay, super. Ja. Nimm ich in der Kiste mit? Ja, kann ich in der Kiste mit. Aber das kannst du nicht mehr verkaufen? Nee, weil das kostet 1,96 € und wir können das nicht verkaufen. So. Das ist ja schon so, schau mal, das sieht man ja hier. Das ist ja da schon so leicht. So, ja, aber die Kartoffel ist doch in Ordnung. Wie so alte Haut. Und wenn ich jetzt, kommen würde und ich bin nicht von Foodsharing, würde ich sagen, kann ich... Geht nicht. Dann nicht. Würden die Lebensmittelretter diese Nahrungsmittel nicht privat verteilen, würden sie komplett in die Tonne wandern. Und deswegen kommen jeden Tag ehrenamtliche Helfer des Vereins abends kurz vor Schließung des Marktes hierher. Na, schau mal her. Was hast du da? Das sind nur ein paar Karotten, Petersilie und ich weiß gar nicht, was das ist. Auch Kräuter müsste ich mal dran riechen. Ja. Ja, die sind schon tatsächlich ein bisschen mitgenommen, aber auf jeden Fall. Da müssen wir noch mal sortieren. Über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel,
So eine Studie des WWF, werden allein in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Silbertabletten, warte mal, Schatz. Dann gebe ich das mal. Hier, du kannst es mal nehmen. Genau, die Banane. Kann man die noch essen, ja, oder? Ja, freilich kann man die noch essen. Schmecken Weltklasse, sind sogar noch süßer, sind halt optisch nicht mehr ganz so schön und für den Verkauf nicht geeignet. Deswegen, warum nicht? Weil Leute, die das sehen, die denken, die Banane ist schlecht und die schmecken aber noch Weltklasse. Und ich würde sie auf jeden Fall selber auch essen, aber ich gebe sie gerne auch weiter. Das ist nett, danke. Und so wandern Obst und Gemüse im Wert von weit über 50 Euro in den Sammelkorb. Bleibt die Frage, ist denn das alles wirklich noch genießbar? Also ich probiere mal eine von denen, weil sie soll wohl nicht mehr zum Verkauf geeignet sein. Schmeckt aber super. Ja, ziemlich süß wahrscheinlich. Ja. Noch viel besser als die, die du sonst kaufst. Noch viel besser, ja. So, das war mal eine Babybanane. Und das ist die Ausbeute von noch nicht einmal einer halben Stunde Sammeln. Für Barne ist der Besuch auf dem Markt eine überraschende Erfahrung. Doch das Lebensmittelretten geht noch weiter. So, das heißt, das war jetzt der Markt. Holen wir auch noch was aus den Supermärkten? Also es gibt ja einige Supermärkte, die mit Foodsharing kooperieren, ganz viele aber leider noch nicht. Die schmeißen immer noch sehr viele Lebensmittel weg. Mhm. Und wenn du willst, dann können wir uns mal gemeinsam so Supermarkt-Mülltonnen angucken. Und was da so drin liegt. Ja, mal reingucken. Und dafür verabreden sich Barne und Marius Diab für später, wenn es dunkel wird. Im Hellen wäre das, was sie vorhaben, zu auffällig. 3 Stunden später. Sat.1-Reporter Barne Kartitsch wartet auf Marius von den Lebensmittelrettern. Was wir heute machen, was wir gleich machen werden, ist, wir werden Containern, so nennen die das, und zwar Lebensmittel aus Containern rausholen. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, was mich erwartet. Es soll aber stattfinden, wenn es dunkel ist. Was die Sache ein bisschen spannend macht für mich. Hi. Hey. Na du. Barne wird gleich Neuland betreten. Und dort ist es nicht nur schmutzig, sondern es liegt auch in einer rechtlichen Grauzone. Ja, es ist leider immer noch illegal, in Deutschland zu containern, also in den Mülleimern der Supermärkte Sachen zu klauen. Ist das denn wirklich Diebstahl? Ja, es ist ein Diebstahl im Warenwert von 0 Euro. Mhm. Also man kann angezeigt werden dafür. Ja, also damit wir nicht ganz so auffällig sind, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die Kamera nicht mitnehmen würden. Die ist schon sehr groß. Also geht es ab hier mit kleiner Ausrüstung weiter. Die Stirnlampe ist für jeden Mülltaucher ohnehin obligatorisch. Außerdem hat Marius Diab Container ausgewählt, die weder verschlossen noch durch Zäune gesichert werden. Einbruch und Hausfriedensbruch fallen damit schon mal weg. Boah, schau dir das mal an. Was da alles weggeworfen wird. Die sind noch nicht weich oder so, schauen wunderbar aus. Aha. Riechen auch gut, also die können wir im Grunde mitnehmen. Gut erhaltene Karotten, bei denen das Grün etwas welk ist und damit offenbar nicht mehr verkäuflich. Hier hast du Kirschen. Oh, Wahnsinn. Ich würde die jetzt mal so mitnehmen, zu Hause aussortieren, gut waschen. Okay, du wirst also mitnehmen. Mhm. Natürlich ist es nicht jedermanns Sache, Lebensmittel aus Mülleimern zu essen. Man muss auch nicht so extrem leben wie Marius, der sich nur von Weggeworfenem und Geschenktem ernährt. Aber die Unterstützung solcher Initiativen zeigt, es gibt dafür zunehmend ein Bewusstsein. Die beiden ziehen weiter. Oh, schau dir das mal an, alles voller Essen. Noch mehr Karotten. Ich brauche mal ein bisschen was aus. Okay, die schauen jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so gut aus. Das ist Schimmel hier. Was mit den Champignons? Ja, da wäre ich vorsichtig bei den Temperaturen. Ja, also wenn wir früher da gewesen, um die Sachen zu retten, bevor sie hier in dieser warmen Tonne landen, dann hätten wir davon für 100 Leute kochen können. Die könnte man mal probieren. Die schauen eigentlich noch sehr gut aus. Ist sogar auch Bio. Wo kommen die her? Das sind Bio-Karotten aus Israel. Einen ganzen weiten Weg hergekommen, nur um hier in der Tonne zu landen. Wahnsinn.
In nahezu jeder Tonne werden sie fündig. Paprika riecht aber auch noch sehr gut. Also wenn man hier vielleicht diese Stelle rausschneidet, die würde ich vielleicht rausschneiden. Ansonsten, ja, so ist das bei allen im Grunde. Schau dir das an, die ist hier noch knackfrisch. Aber sie finden nicht nur Gemüse und Obst. Das ist jetzt auch hier. Aber willst du das wirklich essen, wenn es schon in der Mülltonne lag? Also das ist jetzt hier eine sehr saubere Tonne. Das ist wirklich nur Brot, nicht gemischt mit irgendwie verschimmeltem Gemüse oder so. Das würde ich alles so, wie es hier drin liegt, noch essen. Auf jeden Fall. Wenn du hier mal reindrückst, das ist sogar noch total weich. Mhm. Und durch die Hitze auch warm. Ja, ist wie frisch gebacken. An diesem Hochsommerabend ist es auch um 11 Uhr noch knapp 30 Grad warm. Das geht an vielen Lebensmitteln nicht spurlos vorbei. Winter ist definitiv die bessere Containersaison. Soßenbinder. Das ist Astrein oder so. Ja? Oder? Das kannst du ja mal aufs Mindesthaltbarkeitsdatum gucken. 5/2015. Ja, das war im Mai. Also ist das. Wissen wir jetzt, warum es hier gelandet ist, aber es ist wahrscheinlich noch jahrelang haltbar. Hier haben wir noch Knäckebrot gepackt, ja, die Packung ein bisschen eingerissen. Können wir auch so mitnehmen. Mhm. Es gibt immer auch Ware, denen die Temperaturen nichts anhaben können, wie Mehl und andere Backzutaten. Manchmal ist nur die Umverpackung beschädigt oder die Mindesthaltbarkeit gerade abgelaufen. Rund 1,5 Stunden hat die Containertour gedauert. In dieser Zeit hat zwar ein Wachdienstmitarbeiter die beiden gesehen, doch der bewacht die Luxusautos nebenan. Das ist aber nicht immer so. Es gibt da schon so einen Sicherheitsmenschen, den ich auch schon mal getroffen habe, der mich dann verjagt hat. Aber ja, heute hat man Glück. Ist das jetzt im Vergleich zu den anderen Tagen ein guter Tag gewesen? Oder ist das Standard? Ist auf jeden Fall ein schlechter Tag, weil wir wieder gesehen haben, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden. Ich meine von der Ausbeute. Ja, ich würde sagen, das ist völlig normal. Also ich war dort noch nie, ohne diesen Anhänger komplett gefüllt zu haben. Und heute hätten wir 10, 15 davon füllen können. Mhm. Am nächsten Mittag. Sat.1-Reporter Bane Kartic zu Besuch bei Leo Dönninger. Zusammen mit den anderen Lebensmittelrettern wird heute gekocht. Die Zutaten stammen vom Foodsharing und aus überschüssigen Wochenmarktbeständen. Alles gratis. Vorher allerdings soll Barne seine eigenen Vorurteile in einem kleinen Geschmackstest kritisch hinterfragen. Schmeckt Containerware nach Müll? Probier doch mal. Legst du mal hin, ich schaue sie erstmal richtig an. Der Geschmackstest. Mülleimer-Karotte gegen eine frische Karotte vom Markt. Wird Barne überhaupt einen Unterschied schmecken? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Und die genauso? Und mehr Geschmack hatte die linke. Von dir aus links? Mhm. Das war die Containerte. Das war die Containerte. Ernsthaft. Bäh. Ekel ist eben auch Kopfsache. Viele Deutsche schmeißen Lebensmittel zu früh weg, entweder weil sie eine verfärbte Stelle haben, einfach zu viel eingekauft wurde oder das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Dabei ist dieses Datum bei den allermeisten Lebensmitteln mehr als Empfehlung, denn als Warnhinweis zu verstehen. Die Menschen sollten wieder mehr auf die eigenen Sinne vertrauen. Den Deutschen geht's so gut, dass sogar Dinge in den Müll landen, die da gar nicht hingehören. Dabei gibt es Menschen, die genau diese Dinge gerne nutzen würden oder sogar nutzen müssen. Deswegen sollte man sich gut überlegen, bevor man was wegwirft, ob es nicht jemanden gibt, der das noch benutzen möchte. Egal, ob das jetzt Möbel, Klamotten oder wie hier Lebensmittel sind.